Das ist nicht unbedingt der Orden, den ich jetzt gut halte. Aber er schüttet halt auch andere Luftgegner. Hoppala. Aber gut, jetzt habe ich schon einmal eingesetzt. Jetzt bin ich glücklich. Wow, mein Timing für diesen Move ist echt für die Katz. Und tschüss. So, danke schön. Oh, jetzt habe ich vergessen, den Tropfpilz mitzunehmen. Jetzt ärgere ich mich so ein bisschen drüber. Verdammt. Und verteidigen. Okay, ich kann schon ein bisschen vorab drücken. Vor dem gefühlten Treffer. So. Und verteidigen. Ah, okay. Ist einfach gefühlt sehr, sehr eigen zu drücken für mich. Ja, Gambino, eigentlich müsste ich dich gerade wieder rausnehmen fürs Erste, weil du gegen die Feuerdudes halt nichts machen kannst. Nehmen wir dich wieder rein, Kupio. Na gut, Bombenstimmung. Mach die Tür auf! Dankeschön. Ah, warte mal. Okay, wir können den Hammer ja zumindest zum Erstschlag benutzen. Okay, Oh, verkackt. Ich mach da jetzt. Ich hab eine Idee. Zwei Schaden. So. Bumm. Zack. So, und dann machen wir jetzt mal den Feuerzauber. Und. Bumm. Das war's. Ganze Feld geräumt. Und da habe ich eigentlich fast alles wieder drin, was ich... Au. Okay. Was ich verbraucht habe. Was war das denn, Barbara? Greife ich die halt an. So, und noch einmal. Und tschüss. Die geben eigentlich keine Erfahrungspunkte, aber man könnte sich trotzdem hier hinstellen und quasi wie so einen Trainingsbot aktivieren. Technik, Feuerzauber. Zack. Da geht die Verteidigung? Tatsache. Feuerzauber und geht deren Verteidigung. Das ist so eine Sache, die man... die ich nicht auf dem Schirm hatte. Oh, soll ich es echt wagen? Ich könnte meinen Tod riskieren. Aber ich will es wissen. Ich riskiere meinen Tod. Ich riskiere ihn. So, Hartpanzer.
Verteidigung steigt um 3. Technik. Wir verteidigen einfach. So. Ich will's wissen. Habe ich noch meinen Lebenspilz? Ja. Mal gucken. Verteidigung ist erhöht. Oh yeah. Okay. Ich dachte, die machen mehr Schaden. Okay, man kann den Treffer scheinbar nicht abwehren. Habe ich gerade festgestellt. Okay. Also sie machen nur 2 Schaden, wenn sie explodieren, ohne gecharged zu sein. Wenn man es selbst anzündet. Okay, gut zu wissen. Also kann ich sie bedenkenlos anzünden. Gut, ja. Minus V plus. Das ist natürlich ein schöner Orden. Warte mal. Gefühlt. Okay, gefühlt war ja wohl doch nichts. Nanu. Ja. Ich möchte gerne. Ja. Ja, ich würde gerne mal. Ich würde gerne und so, ja. Da ist er doch schon, der Schlüssel. Treffer und versenkt. Einfach mal 10 Schaden in deren Gesicht. Dabei habe ich noch gar keinen Angriffsplus oder so drin. Abgesehen jetzt von dem Meistersprung. Au. Ich habe da echt kein Gefühl für diese Attacke. So. Na schön. Danke. Na klar. Nimm meinen Schlüssel. So. Jetzt kann ich zum Bötchen werden. Juhu. Ah, ich weiß, es ist gefährlich. Und Y drücken, um wieder normal zu werden. Probier's einfach mal aus. Na klar, ich hab's verstanden. Komischer Geist. So. Dann gehen wir mal zum Hauptding über. Schön Bötchen spielen. So. Haben wir ja erstmal hier alles. So. Hoppa. Hoppa. Und tschüss, Cooper. Ach ja, warte. Ja, beinahe. Was? Was war das denn jetzt? Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich so irgendwie an die Hitbox so, wie heißt es, Millimeter genau, also Pixel genau dran gekommen bin. Und dadurch halt dieses komische Bild eben ausgelöst habe. Das war gerade mein Gefühl dabei. So. Haben wir mal einen kleinen Safe dazwischen. Nein, das reicht schon. Juhu, juhu, ja, juhu. Didim, didim, so. Koopa, springen. So. Erstmal ein bisschen hier lang. Erstmal gegen den Strom schwimmen. Dankeschön. Was haben wir denn hier? Verteidiger P.
Und dem auch ausrüsten können, ja, aber jetzt nicht unbedingt müssen fürs Erste. Denn so hart es auch klingt, solange Mario lebt, geht das Spiel weiter. Und ab dafür. So. Dankeschön für die Kurbel. So, dann holen wir mal Yoshi. Und springen eiskalt einfach ins Wasser, weil ich keine Bewegung nach vorne gemacht habe. Ich glaube, ich sollte mal die Gelegenheit nutzen. Oder falsche Taste. Die Gelegenheit dazu nutzen, um mich mal zu heilen. Wir sind nur noch bei 7 Leben und 7 Leben ist halt rapide wenig. Obwohl halt wir jetzt keinen Gegner haben, der uns so beeinflussen könnte, dass das zu großen Problemen kommen sollte. Nö, wir kehren nicht um. Ist doch blöd. Benutzen wir einfach mal einen Pilz. Hab ja ein paar geholt. Nicht gebraucht. Gebe ich mir lieber das Sternfit auf, weil es einfach wertvoller ist. Oh, ich müsste eben relativ nah an einem Level Up wieder sein, wa? Oh, ich kann die Werte gar nicht aufrufen, wenn ich auf Yoshi sitze. Ja. Also von daher passt das schon. Hätte ich eigentlich wirklich egal was machen können. So. Schwimmen wir mal aufs Meer hinaus. Ach ja, jetzt kommt hier dieses kleine Minispielchen mit den Wellen. Auf Anhieb geschafft. Oh, ein Boot. Ja, ein kleines Boot, Papierboot. Wir können euch alle mitnehmen, springt auf. Was jetzt? Na dann halt nicht. Was ist das denn? Oh nein, zu klein. Papier, zu schwer, Mann. Ach ja. Die Frage ist eher, wie lang seid ihr da schon drauf? Wenn ich überlege, dass die ja schon einige Tage unterwegs waren hier. Also ein paar Tage, ein bisschen vor uns unterwegs waren. Die hier schiffbrüchig sind. Frage ich mich, wie lange sie da schon drauf sind. So. Du, du, du. Hoppa. Einmal. Du, du, dum, du, du, dum. So, da hätten wir das. Und dann noch einmal. So, da haben wir es doch geschafft hier. Jetzt könnt ihr euch da endlich runter begeben. Vorwärts! Auf, bewegt euch, Toads! Ach ja, da sind die, das kleine Pärchen.
Und da drücke ich die Sprungtaste nicht. Hoppala. Herzhaft bis hier hinten hin. So ein Schlag mit der Wichsböscht hier. Warum springt der nicht? Ich habe jetzt aber wirklich gedrückt. Ernsthaft, springt der nicht, wenn dieses Boot in diese anfängt sich so zu neigen? Das will ich jetzt mal wissen. Ja, Tatsache. Ich kann aus gewissen Punkten nicht springen. Ja, jetzt hat das geklappt. Okay, an gewissen Punkten kannst du da irgendwie nicht springen bei diesen Bewegungen. Ja. Nee, ich kenne euch nicht mehr. Meine Güte, habt ihr dicke Ringe. Ja, wir werden jetzt erstmal zum Piratenkönig gehen hier. Buh. Wie auch immer du es hierher geschafft hast. So. Auf geht's. Jetzt werden wir sehen, ob wir das Zeug dazu haben. So, also Barbara brauche ich auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur mal gucken. Der Eispower-Orden brauche ich hier auf keinen Fall. Der Starrett-Schild-Orden, den brauche ich jetzt auch nicht. Kann ich auch erstmal verzichten auf Blumensägen. Warte mal, ich habe Erdbeben ausgerüstet. Warte mal, habe ich ernsthaft Erdbeben ausgerüstet? Wenn ich Meistersprung drin habe und ich habe es nicht gemerkt. Oh, ich bin doof. Warum sagt ihr mir das nicht? Gut, dann haben wir eben nochmal ein Kraft-Plus hier drin. Passt doch. Obwohl. Habe ich ein... Nee, ich habe kein Sparblüte P. Nee, habe ich nicht. Okay. Dann gehen wir mal da rein. Nee. Keine Sorge. Wir werden nicht zögern. Wir kommen schon drüber. So. Ja, jetzt gibt's Ärger und es kommt noch härter. Wir wollen die Welt regieren und zum Eigenstaat kreieren. So, Flotter sind Kampf nicht möglich. Keine Sorge, mein Freund. Wir wollen noch nicht fliehen. Oh. Ja, 8 Schaden machen wir. Ah. 2 Züge, dann haben wir dich schon. Aua.